Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lands of Lore Teil 1. So. Da wollen wir mal schauen, was wir hier noch so alles finden werden. Jede Menge von diesen Blitzviechern. Da haben wir doch schon was. Hoch. Ja. Super. Okay, wir lassen den Knopf mal gedrückt. Also diese Druckplatte macht ja auch irgendwas. Was legen wir denn jetzt dahin? Ja. Steine. Das reicht. Die scheinen nichts zu machen. Muss es irgendwas geben? Einer noch oben. Huch! Wo kommst du her? Okay, wir haben es irgendwie wieder aufgekriegt. Das ist noch eins. Ich glaube, das sind ganz viele. Ja, also es ist auf jeden Fall wieder auf. Aber ich muss da noch irgendwie was anderes geben. Nö. Eine Platte. Und Schalter. Was passiert, wenn ich so sage? Ah, dann geht die Seite auf. Und hier haben wir noch eine weitere Truhe. Sehr schön. Ein Bezelbecher. Ja, noch mehr Heilung. Haben ja so wenig davon. Ja, verfluchte Ort. Interessiert uns eigentlich. Oh, Sternschnuppe. Brauche ich das? Nicht, dass das noch für ein Rätsel wichtig ist. Das brauche ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob der nächste Charakter hier sowas hat. Aber ich brauche keine zwei davon. Nö. Komm, da kann einer weg. Ein Zwergenhelm. Oha. 75. Der ist schon mal besser. Okay. Das heißt, das hier sind ganz normale Helme. Dann tauschen wir aber noch hier die zwei aus, damit du ein bisschen mehr hast. 65, okay. Und das kann wieder weg. Empty. Das sieht nicht gut aus. Ja. Ah, und es hat mich direkt getötet. Hey, ich kann nicht weg, ich kann nicht weg. Was war das? Was war das? Gute Frage, nächste Frage. Das Teil geht runter. Hier haben wir einen Stein draufgelegt. 445. Oh, wir behalten es mal. Vielleicht ist es ja nochmal wichtig. Und wir wollen den Schalter. Das scheint aber nichts zu bringen. Okay, machen wir das Teil nochmal auf. Die Helme können beide hier bleiben. Das andere, da. Den Zwergenhelm bekommst du. Hey, warte mal, der ist besser. Der hier darf weg. Ne, einen müssen wir behalten. Empty. So, jetzt sollten wir, bevor wir hier wieder reinrennen, ein Testo anlegen. Schauen genau, was du machst. Was rennt in die Richtung? Es geht wieder runter. Was machst du genau? Was bringt mir das? Das bringt mir gar nichts, oder? Das ist eine reine Falle. Das ist eine reine Falle. Wir dürfen den Knopf nicht drücken. Sehe ich das korrekt? Die Seite ist zu. Jetzt müsste sie auf sein, oder? Nee, ist sie nicht.
So. Wie habe ich das aufbekommen? Beide unten? Also eigentlich so eben, oder? Oder was andersrum? Ups. Ja. Wir können auch nicht zurückgehen da mehr. Und er schießt trotzdem weiter, obwohl wir den Schalter wieder drücken. Hat also damit nichts zu tun. Wir können vielleicht etwas dagegen werfen. Von dem Raum hier aus. Ja, so kommen wir auf jeden Fall wieder raus. Hallihallöchen, ich habe euch genau gesehen. Beide tot schon? Nein. Okay, schauen wir mal Map. Der hat uns ja eigentlich nichts Wichtiges gebracht, außer Rüstung. Dann müssen wir hier unten jetzt wohl mal weitergehen. Halt. Ah, eins weiter, okay. Schloss, können wir das knacken? Okay, dieses Schloss kann man nicht öffnen. Das ist ja wenigstens mal eine Aussage. Gehen wir nach Süden dieses Mal. F-R-H-R-N. Okay, sind das dieselben... Selbe Reihenfolge. Fünf Stück. Und das nächste sind wieder fünf. Und das letzte sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Dann muss ich diese wahrscheinlich da nur einsetzen. Das ist das N und das ist ein K. Das ist ein großes R. Und der ist ein H. R-H-R-N R und ein T. Inke, Hirsch, Urz. Sowas haben wir jetzt schon mal. Laterne ist fast leer. Aber natürlich nicht. Sollen wir den auch schon? Ne, den lassen wir noch zu. Wir wollen erstmal schauen, was wir hier so haben. Ein paar Knochen. Orin. It is true, I tell you. The rocks are... Hä? Den hab ich doch eben weggeworfen, oder? Orin, it is true. Jetzt hab ich den zweimal. Gibt's ja wohl nicht. Ja, die Felsen leben und ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie ich sie töten kann. Mit Feuerbällen und mit Stromschlag ging es schon mal nicht. Ich kann versuchen, sie mal zu heilen, damit sie lebendig werden. Einfrieren und Blitzschlag haben wir noch nicht ausgetestet. Echt? Das war jetzt alles hier? Bestimmt einen Geheimgang übersehen. Nö, sonst gibt's hier nichts. Okay. Dann da lang. Mhm, da können wir doch direkt mal was hinlegen. Ein Schlüssel. Bergwerk Schlüssel 4, okay. Aber das ist schon mies, dass wir die mit Nahkampfwaffen oder Fernkampfwaffen nicht töten können. Und da wirklich Magie einsetzen müssen, falls dem so ist. So, nochmal checken, ob wir da irgendwo einen Geheimgang hatten. Nö, nix da. Dann sind wir noch nicht nach Osten gegangen. Ah, da haben wir die restlichen. Linke... E-G-T-C? Recht. E-G-T-C?
See? E G T Motnetz. See? Linke, recht, Motnetz. Was habe ich denn jetzt hier? G M U R T N E Z müsste das sein. Linke, recht, Motnetz. Verstehe ich nicht. Links, rechts würde ich ja verstehen. Keine Ahnung, was das bedeuten mag. Keine Gegner. Da hätten wir auch nochmal lang gekonnt. Ich glaube, wir gehen aber erstmal durch die Tür hier. Und wieder ein paar Quallen. Also Fernkampf ist super hier in der Mine. Das klappt echt gut. Wahrscheinlich ein bisschen zeitaufwendiger als im Nahkampf, aber wir haben keine Verluste. Und das ist ja auch schon einiges wert. Schade, dass ich keine Armbrust noch eine zweite habe. Ah, dann geht das runter. Das geht auch nicht wieder hoch. Das Problem hatten wir eben auch. Okay. Flammen. Flammen, die wir ausmachen können. Das ist gut. Weniger gut ist, dass wir fast keine Steine mehr haben, oder? Haben wir überhaupt noch Steine? Piscata Erosion. Ah, das warst du, okay. Ja, Sprechkolben Springer, den können wir gleich mal wegtun. Ich hätte natürlich gerne alles verkauft. Sternschnuppe. Irgendwas Besonderes an sich? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Gegenstände dafür. Ja, wer weiß, wann ich den nächsten Mitspieler kriege. Ich werfe jetzt einfach den Helm weg. Ja, genau so machen wir es auch. Wo ist er? So, eins weniger. Aber da ich das kenne mit den... Oh, Moment. Hier kommt doch noch einer. Wahrscheinlich gehen wir trotzdem drauf, weil das irgendeine Falle ist. Also werden wir doch mal hier erstmal einen Testtool anlegen. Oh! Okay. Das heißt, ich gehe auf den drauf und habe dann überall Flammen. Wenn ich den wegnehme, bin ich auf dieser Flamme. Bringt mir natürlich auch nichts. Hier bin ich aber eigentlich erstmal sicher. Was ist, wenn ich jetzt hier irgendwo was hinwerfe? Aha. So sieht es nämlich aus. Aua! Mistvieh. Zum Glück machen die Flammen nicht so viel Schaden. Der macht wieder aus. Aber wieso sind da wieder Flammen? Sind sie aus. Seltsam. Dann werden sie aber angemacht. Kapier ich nicht. Muss ich das verstehen hier? Nö, ne? Sehe ich das richtig, dass wir gerade jetzt Löcher hier haben? Aber wenn ich auf das Teil drauf gehe. Feuerball-Zauberstab. Aha. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Halt. Shit, der ist ziemlich nah. Dem scheint Feuer nichts auszumachen. Aua. Ja, du machst richtig viel Schaden im Nahkampf. Stirb. Deinem Elektro-Zauber-Gedöns. So.
Frage ist, muss ich den in die Hand tun? Nein. Ich muss, hoffentlich hat er unendlich viele Ladungen. Das wäre jetzt nicht so gut. Naja, ich mich auch. So, wir nehmen auf jeden Fall den Morgenstern wieder mit. Weil wir das ganze Gedöns brauchen. Wir haben ja nichts mehr. So, dann testen wir den doch direkt mal. Bam! Das erhöht die Zauberkraft sogar von dem. Das ist ja geil. Echt? Hoffentlich hat er unendlich Ladung. Das heißt, wir machen die ganze Zeit Magie damit hoch. Fett. Ja, das ist richtig cool. Ich hätte gerne Magie bei dir höher. Du kriegst diese schöne Fernkampfarmbrust. Döngelst die jetzt alle weg. Wehe, das Teil hat nicht unendlich Ladung. Das wäre natürlich echt doof. Obwohl, das wäre eigentlich ziemlich cool, weil es wäre schon scheiße, wenn er so eine ähnliche Ladung hätte. Und solange können wir dir in zwei Hände in die Hand drücken. Huch. Das ist ja einer von denen. Cool. Direkt ein Level up. Fett. Also damit machen wir die Magie ja dann ruckzuck hoch, oder? Kurz schauen. Es sei denn, ich brauche diese Waffe, um die zu töten da unten, ne? Kann natürlich auch sein. Nicht, dass ich die jetzt aufbrauche. Ah, wir haben irgendwo einen Schlüssel bekommen. Den brauchen wir sehr wahrscheinlich hier hinten für die Tür. War doch so, ne? Irgendwo haben wir einen Schlüssel. Ja. Nee, der ist das nicht. Der muss das sein. Bergwerkschlüssel, genau. Den testen wir jetzt gleich mal. Wie komme ich hier raus? Muss ja hier sein. Hier war aber noch ein komplett anderer Gang, den wir noch nicht gemacht haben. Wollen wir nochmal gucken. Keine Gegner. The sin of gas is strong here. Wow. Gas? Okay, das sollten wir vorher speichern, bevor wir hier einen Feuerball abschießen. Bringt wohl nichts. Gasgeruch, okay. Aha. Jetzt haben wir das weggesprengt. Der ist weg, ich konnte den echt noch ein paar Mal anwenden. Schande. Hätte ich mir also für ein paar stärkere Gegner vielleicht auch bewahren sollen. Okay, heil uns mal hoch. Hey, weiter. Gott, wie viel kommen denn da noch? Vielleicht sollte ich ihn auch aufbewahren, ich weiß es nicht.
Nicht, dass es nochmal so eine Gasstelle irgendwo gibt, das wäre natürlich... Obwohl, dann kann ich auch einen Feuerball sprechen. Stirb! Fast leer. Füllen wir doch nochmal auf. Boah, wie viel gibt's denn noch von euch? Okay, wir gehen jetzt wieder mal auf Fernkampf. Du hast das Gauner-Level fast erreicht. Gib doch mal bitte wieder zurück an ihn. Stirb, Unwürdiger! Stirb! Wah! Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Oh, fällt mir mehr aus als die anderen, die wir davor hatten. Vielleicht sollten wir mal voll resten. Nee. Schlechte Stelle zum Resten, ne? Ich glaube, wir gehen mal auf Nahkampf wieder. Ist der Dreizack? Da ist er. Ist nämlich Schluss mit lustig. Tötet sie. Können wir hier pennen? Hey, es klappt. Sehr gut. Ah, gerade die Lampe neu aufgebraut. Ah, gut. Sie ist noch voll. Sehr gut. Ein weiterer Schlüssel. Schlüssel Nummer 5. Das heißt, wir haben 5 Schlüssel hier drin. Das ist aber übel. 4, 5. Die Mine erinnert mich an Wizardry 6. Die Mine war ja auch so schrecklich. Aber hier habe ich wenigstens eine Map zur Orientierung. So. Ich glaube, das war's. Von hier hinten ist echt recht frei bei den Stellen, ne? Dass man hier noch etwas machen können. Vielleicht kann man hier oben noch irgendwo durch. Vielleicht, wenn man hier anders drückt. Jetzt sind nämlich beide Knöpfe gedrückt und ich habe nicht ausprobiert, was passiert, wenn ich 2 jetzt unten habe. Könnte sein, wäre möglich, ja. Sollen wir das mal testen? Im Norden nochmal. Ja, komm, gehen wir nach Norden. Obwohl... Ja, komm, gehen wir nochmal nach Norden. Ich will wissen, ob das da oben geht. Wäre blöd, wenn ich es auslasse. Oder später dann hier wieder hin muss. Na, könnte ich schon fast one-shotten, ne? Sehr schön. Gott, wie viel habt ihr denn noch hier? Ganze Armeen. Komm. Ah, die machen sogar auf Entfernung oder ist einer neben mir? Ach du Schande. Komm, komm. Verfehlt. Verfehlt. Echt? Wie oft denn noch? 4-mal hintereinander verfehlt. Das ist ja krass. Ah, oh, und sie poppen vor mir neu. Unendlich viele Gegner. Gosh. Ich will das doch nur testen. Ich hätte nochmal speichern sollen. Achso, legen wir mal Test 1 nochmal. Ich bin voll. Und du machst ein 1 auf dich. 20, 99, sehr schön. So, der Knopf da hinten ist gedrückt.
Was passiert, wenn ich jetzt beide runter tue? Ist irgendwas passiert dadurch? Oder beide hoch? Nee, da ist nur die Tür zugegangen. Hat also keine Auswirkung. Außer, dass ich meine Laterne wieder voll... Ups. Leer gedönnelt habe. So, wehe, ihr fresst meine Rüstung. Dreh ich durch. Okay, wir wollen gehen Westen und hoffen, dass einer dieser Schlüssel... Aha! Das tut er sogar. Sehr schön. Komm, komm. Er trifft schon. Hinter mir einer. Okay, etwas Heilung. Sieht nach Wasser aus oder sowas. Bevor ich da aber drauf trete, kümmern wir uns um die Viecher, die so wahrscheinlich wieder unendlich viele sind. Ah, das war ja wohl nix. Sollte ich doch Fernkampfwaffen hier nehmen? Yeah, Kampfkraft verbessert. Sehr schön. Auf 5. Hängt's mal wieder hinterher. Also wie gesagt, 10 ist das Maximum, soweit ich weiß. Langschwert Häuter, was kannst du? Du kannst gar nichts. Wieso sollte ich dich nehmen? Ich habe keine Ahnung. Weil du irgendwas Besonderes vielleicht an dich hast, was ich nicht weiß. Spezialfähigkeiten. Also hier geht es so runter, laut dem hier. Schauen wir erstmal auf der anderen Seite, was da noch so gibt. A worn lock. The lockpick attempt failed. Aha. Das war also für die zwei. Dann kommen wir eine Etage nach oben und eine Etage nach unten. Also über uns müsste ja Stockwerk 1 sein. Schauen wir mal, wo das da hingeht. Okay, wir sind eine Etage tiefer. Das hier war ja das gewesen, wo wir runtergesprungen sind mit dem Teleporter und den zwei Rädern. Fernkämpfer. A keyhole. Brauchen wir wieder ein Schloss. Ein Felsbrocken. Remove all weapons before entering. Okay. Alle Waffen ablegen vorher. Warum? Was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Hört ihr das? Wenn ich einen Schritt zurückgehe. Seltsam, ne? Was hat das zu bedeuten? Geht die vielleicht auf und zu und ich weiß das noch nicht? Irgendwas machst du auf jeden Fall, weil du da drauf stehst. Okay, wir sollen die Waffen ablegen. Dann tun wir dir mal den Gefallen. Alle Waffen auch noch. Komm, ich werfe jetzt die Waffen weg. Ich könnte die zwar schön verkaufen, aber da ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Ja, Smaragdklinge, das könnte ja noch irgendwie was Gutes werden. Aber vielleicht für irgendeinen Spezialgegner. Aber bei den anderen habe ich keine Ahnung und deswegen weg damit. Nimm alles zu viel Platz weg. Tausende von Heilträgen, die ich erstmal nicht brauche. Ein Helm, ja. Ein Wurfstern. Können wir auch alle wegwerfen.
So, keine Waffen mehr an. Und nun? Was passiert, wenn ich eine Waffe an hätte? Ja, was mache ich, wenn ich Gegner habe? Dann benutze ich lieber hier so Zauber, wohl. Die mir nicht viel bringen, wie es aussieht. Können wir mit Händen zuschlagen? Nein, aber wir können sehr wahrscheinlich Stromschläge lustig machen. Upgraped. Boah, jetzt wäre es ja echt mal interessant, was passiert, wenn ich überhaupt die... Das ist seltsam. Aua. Komm, nochmal. Okay, also 3 reicht aus. Mit 3 tue ich einen One-Shotten, aber dann habe ich keine Astralenergie mehr. Gehen Mana. Was mache ich dann? Was passiert denn genau, wenn ich jetzt meine Waffen anlege? Kriege ich dann böse Haue von irgendeinem Gott oder was? Oder aktivieren sich hier Fallen? Wieso sollte ich meine Waffen hier weglegen? Seltsam. Vielleicht durfte ich auch nur über die Schwelle am Anfang nicht. Was sind das eigentlich? So kleine Vogelscheuchen oder sowas, ne? Ganz seltsam. Toll! Okay, dann können wir wenigstens mal Gegensägen aufbrauchen. Groß hier. Hallo, wie viele seid ihr denn? Mal voran hier, hau die mal alle weg. Ja, das war ja klar. Noch ein paar. Ach komm, du bist doch die ganze Zeit vergiftet. Pff, toll, jetzt habe ich keinen Gegensinn mehr. War natürlich nutzlos, den hier zu heilen. Hey, von der Seite. So siehst du aus. Kommt mal näher. Gott, wie viel denn noch? Unendlich wieder mal. Die sind echt nervig. Nervig, nervig, nervig seid ihr. Wisst ihr das? Okay, ich hätte gerne etwas Heilung. So, was haben wir hier? Einen Schlüssel. Das ist doch schon mal was. Hier ist mal eins davon. Eine Smaragdklinge, eine zweite davon. Wofür sind die gut? Die sind doch voll der Rotz. Laterne ist fast leer. Machen wir mal Licht. Ich glaube, die wird sogar. Die Zeit vergeht auch schneller, wenn ich viel schlage und kämpfe, glaube ich. Ah, ich bin schon wieder weit über die Zeit. Da war nochmal ein Geheimgang. Ich habe aber vieles hier ausgelassen. Schauen wir uns das mal an. Weiterer Schlüssel. Warum sollte ich den jetzt da einsetzen? Das kranken? Ja, dann... Tatsache, der geht sogar. Hä, aber das war doch eine unsichtbare Wand, oder bin ich jetzt doof? War das jetzt eine Verschwendung? Ah, es war kein Geheimgang mehr, nachdem man durchgegangen ist. Okay. Da hinten ist was, was ich brauche. Eine Falle ist davor. Hier sind auch Fallen. Uah. Heißt wieder ausprobieren, ne? Ah, den haben wir doch gerade gehabt. Hey, gar nicht cool. Scheiße. Ich muss schnell sein dafür. Und jetzt muss ich irgendwo runterspringen, wo ich es nicht will. Und wir sind ziemlich im Arsch. Shit.
Dann schlaf mal. Bis du stirbst und wir uns heilen. Ich würde sagen, wir machen einen Break. Bis demnächst.